Hallo Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Map. Ja, ihr seht schon. Ich spiele ihn natürlich auch. War sehr glücklich am grünen Donnerstag, als er rausgekommen ist. Doch noch. Also gar nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und habe mir auch dann gedacht, oh ja, ist eh krank wie ein Hund, schon seit Wochen. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt in die 7. Woche hier mit allem drum und dran. Und heute bekomme ich tatsächlich mal Antibiotika verschrieben. Heute. Unglaublich. Also, und dafür noch direkt noch was anderes dabei. Ich weiß gar nicht, was das ist. So wirklich. Und dann wird auf einmal, ja, Tests gemacht ohne Ende. Interessant. Interessant. Ja, auf jeden Fall zurück zur Karte. Ich schweife so gern ab heute. So los. Wir haben einiges so an Land dabei in der Wirtschaft, deswegen zeige ich euch gerade mal schnell im Überflug. Ja, das ist ja Standard. Hier ist die Baumplantage, die haben wir uns dabei gekauft, die Obstplantage. Ich habe gedacht, das ist mal ein schöner, mal was anderes schön. So, wir haben einen Wald, damit wir Hackschnitzel für unsere Heutrocknung machen können. Ich habe einen Baum gefällt hier. Die läuft auch jetzt. Wir haben von der 119 und von der 37 sage und schreibe über 130.000 Liter aufbereitetes Gras bekommen. Schießende Heutrocknung. Ich habe ein Baumgefällt 8.000 reingetan. Ja, also 2 Hänger habe ich jetzt mal reingetan. Ist anscheinend sehr ergiebig. Der Baum ist nur halb da. Also gucken wir mal, wie es sich entwickelt. So, dann haben wir hier die Felder. Das habe ich umpflanzt von Kartoffeln auf Sojabohnen. Genauso wie das hier. Ja, das heißt, auf dem und dem oberen haben wir Hafer drauf, damit wir Stroh bekommen. Ich habe gekauft die große Weide, Wiese, und hier eine Freilandweide gesetzt für Rinder zum Schlachten. So, das hier war Wiese, ganz normal. Das ist ja der Schuppen noch, den haben wir noch dabei beordert. Ja, das war's hier. Der Hof wird mit Deutz Traktoren betrieben. Also, so habe ich mir dazu gedacht. Dann haben wir noch 2 Bahnen Stroh. Wie gesagt, heute war das jeder gerade noch 132, 618 Liter haben wir, also 133.000. Hier drin und ist eigentlich sehr ergiebig mit 8.000 Liter Hopfen. Gucken wir mal. Ja, unsere Tiere sind versorgt. Wir haben hier 5 Mutterkühe, beziehungsweise 4 Mutterkühe, ein Bullen, und wir haben natürlich auch 5 Jungtiere. Also einer hat Zwillinge. So, wir fahren ein Agrotron, ein D90. Das ist ein Agrotron 115. Dann haben wir einen D9006. Das ist der älteste Schlepper hier auf dem Hof. Der war schon immer da. Dann fahren wir einen 7230 Warrior. Das ist unser Zugpferd. Und dann haben wir hier noch unseren Hofschlepper. Einen, ich meine, die heißen Agrolux. Ja, Agrolux 320. Mit Frontlader. Den habe ich mir eigentlich genommen. Ich habe auch den Schäfer habe ich umgewechselt in Weidemann, weil ich da ein Gewicht dran machen kann. Das ist doch besser bei Silageball. Also da habe ich festgestellt. So, dann haben wir auch viele, sag ich mal, schon Sachen gemeldet. Der Yogi ist fleißig da am Update machen. Hat noch eine Mühle eingebaut, eine Wassermühle. Sieht sehr gut aus. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, mal eben in das Video reinzuschauen. Bombe, was er gemacht hat, ja, und vor allen Dingen auch natürlich auch seine Unterstützer, die gemacht haben. Ja. Es kam heute wieder Neues, eine Vorstellung von einem neuen Hofpack mit Silos. Auch sehr, sehr schöne Dinge. Ja. Ich habe mich schon in das Kartoffelsilo da verliebt, obwohl ich die sehr ungern mache hier. Aber es ist schön geworden auf jeden Fall. Guckt euch das auch wieder an, wer Interesse hat. So, ein Ding habe ich hier. Ich Gespielt die Karte, müsst ihr mal überlegen, ich habe über 250 Mods drin und fast 14 Karten drauf. Ich lasse das auch so laufen. Ich habe bis jetzt funktioniert alles hier. Ein Ding nicht. Aber da hat der Yogi auch schon gesagt, da müssen wir mal die Fässer durchprobieren. Habe ich jetzt, ich sag mal, 5 Stück habe ich durchprobiert. Ich komme irgendwie nicht auf den Trigger oder er sagt mir direkt, Milch wird nicht angenommen oder die Kapazität ist, also wird keine Milch mehr benötigt, ja. So, jetzt habe ich mir gedacht, gut, bleibt die auf 0. Dann habe ich mir hier die Bauernhofmolkerei mal hingesetzt. Bisschen mit Bäumchen verziert, dass die nicht so groß ausfällt hier auf der Map. Wir wollen ja schließlich hier nicht verschandeln und nix. Um mir einfach zu behelfen erstmal. Es soll ja auch ein Update rauskommen von der Karte dann irgendwann. Und ich weiß nicht, wenn wir dann einen neuen Spielstand haben, dann werde ich mich da ausgiebig mit dem Träger beschäftigen. Ja, was mir aufgefallen ist, ich kriege keine Milch rein, aber kriege volles von Butter raus. Das ist natürlich mal ein Bubenstück. Weiß ich jetzt nicht. Liegt wahrscheinlich an meinem Modordner, weil der so hakevoll ist. Entschuldigung, sagt man so. Hier. Ja, und dass ich deshalb quasi die Milchkanne hier reinbringen kann. Sonst würde das mit Sicherheit aber auch funktionieren. Also das ist ein Fehler von mir. Ja, nicht von irgendeinem Mod hier oder sonst irgendwas, weil es funktioniert ja bei anderen. Also müsste es ja bei mir auch sein. Ich müsste durchtesten. Muss aber allerdings auch mal sagen, ich müsste mal das komplett anders aufbauen, mein System. Aber dazu irgendwann mal mehr. Ja, wir haben hier einen, wie gesagt, einen Deutzhof. Haben uns hier so Düngestreuer noch beigeholt. Einen Heizomat, einen kleinen. Und weil der schwere Teil ist, du brauchst so viel PS dafür. Ich meine, wir haben die PS-Zahl zwar, aber hier ist es bergig und. Also den schweren Klotz da mit dem Traktor ziehen, der gerade so an der Leistungsgrenze ist, gewagt, sag ich mal. In den Wäldern hier. Ja, haben noch so ein bisschen hier ein Frontmehrwerk haben wir noch beigenommen. Ein Schwader haben wir uns noch gekauft. Und einen Ladewagen von Krone. Und ja, meine peinliche Sache mit dem Wickler. Ich habe einen Wickler gekauft und habe dann gesehen, oh Gott, wir haben ja schon einen. Unten dran. Ja, und dann ist hier mein kleines Schätzchen. Ein Mini-Futtermischallwagen. Ist, glaube ich, ideal für HD-Ballen. Ich hatte gedacht, in dem engen Stall kann man damit vielleicht mal, kommt man damit zurecht, aber ich glaube, der ist eine Nummer zu klein hier. Ich glaube, ich kriege die Bahn gar nicht so schnell da oben drüber weg, bis da ist das Ding schon voll. Aber vielleicht können wir nehmen zum, muss mal gucken, ob wir den nehmen können zum Stroh. Oder wir fahren Ballen rein. Das funktioniert ja einwandfrei. Warum soll ich ihn nehmen? Also der wird wahrscheinlich auch, der wird ausgetauscht gegen einen etwas größeren. Oder wir besorgen uns einen, gibt es so einen schönen Mod hier, dass man sich da hier irgendwo so einen Futtermischer hinstellen kann. Ich glaube Silo King auch. Das wäre natürlich eine Hauptsache. Das könnten wir auch noch machen. Ja, haben noch hier einen Bergmann. Ist das ein Bergmann? Ich hätte jetzt richtig gesagt. Nein, ein Annaburger. Siehst du? Annaburger. Entschuldigung. Miststreuer geholt. Haben schon fleißig Mist rausgefahren. Also es ist echt schön im Stall Mist rausfahren. Das ist, ich finde es genial. Ihr seht, ja, da kommt der Sporn schon wieder da hinten. Also ich mache das jeden Tag. Sonst überrennt es dich. Wir haben, glaube ich, jeden Tag hier auf jeden Fall mal fast 4000 drin. Und ich weiß gar nicht, bei den Jungtieren viel drin waren. Ich meine, so um die 1000 rum. Grob. Ja, hier ist der kleine Weidemann. Also geht mit dem Einfüllen, aber er ist an der Grenze. Ich weiß nicht, ob der Schäfer ein bisschen längere Arme hat. Das kann natürlich sein. Also er kippt es rein, aber dann hebt er sich von vorne mit an. Kann aber auch sein, liegt wie immer an meinen Fahrkünsten. Ja? Die sind natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, noch besser Autoscooter-Pilot geworden. Das ist, glaube ich, mein Traumjob. Jetzt über Gegend donnern und nichts passiert. Ja, Hafer im Wachstum. Da wollte ich nämlich noch gucken. Kein Unkraut, ganz wichtig. Bei den anderen, bei den Sojabohnen. Oh, mein Handy ist ja noch an. Bei den Sojabohnen war nämlich quasi, ja, wie soll ich sagen, da war quasi immer Unkraut drauf. Direkt mit dem Striegel. Striegel haben wir auch gekauft. Ups. Ja, ich habe die Felder auch so ein bisschen, auch mal ein bisschen weiter weg auch wieder gekauft, weil nicht immer direkt alles so im Hof rumherum. Obwohl die große Wiese, die habe ich um den Hof drum gekauft, aber das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar kostet da der Hektar 45.000 €. Und 2 Felder weiter ist eine Wiese, der kostet der Hektar über 80.000 €. Also da finde ich, da sollte man dann, oder ich musste zumindest da finanziell ein bisschen drauf achten. Ich meine, man kann sich ja immer behelfen hier, aber muss nicht sein. Ja, wir haben Darlehen von 70.000 am Laufen. Also das muss auch alles gewirtschaftet werden. Wir wollten nur kurz zu den Kühen. Wollte ich kurz mal die Außenweite zeigen. Wir haben hier alles gemäht, das heißt, ich muss jetzt mal gucken. Gut, ist alles noch stickstoffschlecht, also wir müssen düngen. Ja, die habe ich hier so gesetzt. Wie gesagt, also nicht so rund hier und so weiter und so fort. War auch schön auch Bäumchen mal, wo Bäume im Weg sind, da geht der Zaun halt rund. Meine Hütte hier drauf gesetzt, ja, und noch hier eine, der Bahn ist fort, ist nicht verrückt. Dann habe ich hier mal ein bisschen Stroh hin reingemacht, weil damit die auch im schlechten Wetter mal ja, was haben. Nahrung ist genug da, Wasser ist genug da, also Milch gibt es hier auch. Ich habe hier eigentlich fast nur Bullen, habe dann aber hier ein paar Kälbchen, ich glaube 4 oder 5 Stück habe ich hier reingesetzt. Und dann habe ich natürlich von jeder Sorte mal eine Mutterkuh noch mit hier reingesetzt, ja. Damit die Kälbchen nicht alleine sind. Obwohl es ja ungewöhnlich ist, wenn eine Drillinge kriegt, ja. Also muss ich nur sagen. Zwillinge kenne ich. Und Drillinge habe ich jetzt noch gar nicht mitgekriegt. Also damaligen Zeit, wo ich halt so mit aktiv mithelfen durfte, sag ich mal. Ja, wir haben einen Schneidwerkwagen gekauft, wir haben einen Kipper noch gekauft. Das ist ja der Kipper, der hier dabei war. Das haben wir hier und dann legen wir einfach mal los. Also, normal müssten wir striegeln, düngen. Oder abschleppen, nennen wir das. Aber abschleppen können wir auch im Herbst machen. Wir sind im Mai, Jahr 1, wir haben im März begonnen. Also es ist schon einiges passiert, lieben Leute. Ja, was soll ich heute noch sagen? Großartig. Ihr seid auf dem Stand. Es wird eine schöne Sache werden hier. Toll, Mist. Was für Folgen kannst du nicht auf Dauer. Ich habe mich am meisten bei dem Motorrad gefreut. Naja, egal. Ja, wie gesagt, soll es das für heute gewesen sein. Ich danke euch für euren Support, für eure Likes, für eure Abos und alles. Freue mich, wenn ihr mich immer wieder besucht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Kostet nichts. Support ist kein Mord, habe ich jetzt wieder gehört. Also, in diesem Sinne, ihr Leute, eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.